Da sind wir. In Dragon Ball wieder. Woo! Wie ihr seht, Facecam weg. Kann ich mir so ausziehen. Oh, jetzt ist es nicht so warm unter der Matte. Ah. So. Schön, schön. So. Was war jetzt nochmal? Ich weiß gar nicht. Ach genau, ich wollte ja... Soll ich versuchen, das hier zu schaffen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Soll ich ja versuchen? Du erfüllst die Voraussetzung zum Erlernen dieser Technik. Ach, da steht empfohlene Stufe, aber man muss diese Mindeststufe. Ach ne, Meteor-Vorschlaghammer Stufe 3 brauchen wir, okay. Warte. Brauchen Meteor-Vorschlaghammer Stufe 3. Mein Gott, ist das ein Zungenbrecher, ey. Halleluja, Meteor-Vorschlaghammer Stufe 3, das hier. Das brauchen wir. Zack. Und dann das hier. Zack. So, wenn ich jetzt richtig liege, dürfte ich es eigentlich machen. Gucken wir mal. Ach, jetzt dürfte ich sogar beide machen. Okay, jetzt dürfte ich sogar beide machen. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich habe 3 Gegner. Fuck, Alter. Was du kannst, kann ich auch. Boah, Gott sei Dank ausgeglichen. So, direkt hier alles mal, erstmal hier alles auseinandernehmen. Krillin, ich komme! Ach, das ist der. Fuck. Ah. Fick dich, Krillin. Fick dich. Ich bin weg. Ich bin nochmal weg, die, ne? Wow, fuck. Das sehe ich zum ersten Mal. Fuck. Sah schon nice aus. Was? Grüß dich, Chris. Alles fit bei dir? Du setzt deine scheiße Trash-Dienst ein. So, Nummer 1 platt. Sehr schön. Sehr schön. Seit wann redest du mit dir selbst? Schon immer. Ich rede immer mit mir selbst. In meinen Gedanken immer. Aber wieso kommst du da drauf? Einmal quer durch hier die Gegend. Ah, das tat weh. Das tief. Oh, mein Mann.
Senko! Das war aber einfacher als ich dachte. Nice, geschafft! Du hast vernichtenden Angriff gelernt. Nice. Aber ich glaube, wir noch super was hinkriegen. Wir müssen gegen Son Gohan und Piccolo Stufe 20 jeweils kämpfen. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Was? Alter, machen die Schaden. Vergiss es. Das krieg ich noch nicht hin. Nee, dafür ist Son Gohan noch zu schwach. Und dafür sind wir noch zu schwach. Dafür sind wir noch ein bisschen zu schwach. Können wir mal kurz gucken. Was haben wir denn hier so? Oh, guck mal hier. Links von uns. Oh, eine Zeitkugel. Ich bin schon so schnell geflogen, wie ich konnte. What? What? Hinter uns, okay. Hopp. Einmal umdrehen und... Wir fliegen direkt drauf zu. Hui. Da ist er. Und weiter die Türme zerstören, brauchen wir ja nicht mehr. Alles weg, alles weg, alles weg! Und kaputt. Nice, man. Ungefähr in die. Oh. Der geht genau in die andere Richtung, wie ich eigentlich will, ne? Kann das sein? Ja. Scheiße. So war es eigentlich nicht geplant. Kurz gucken. In diese Richtung müssen wir. Ob ich hier rote Kristalle finde? Nein, finde ich nicht. Nee, hier findest du keinen roten. Wo kommt der denn her? Warum musst du mit dem Kid spielen? Ist momentan nicht möglich, mit anderen zu spielen. Nein, während der Story ist das tatsächlich leider gerade nicht möglich. Ich muss hier mitspielen. Und was heißt mit diesem Kind? Das ist Son Gohan. Ey, der wird hinter zum Badass Motherfucker. Schlechthin, ey. So, kriegen wir. Na komm. War der gerade hinter mir her? Ja, ich würde auch am liebsten mit zum Goku weiterspielen, aber die Story sagt, du musst hier mitspielen. Ja, aber er sieht nicht spektakulär aus. Oh, noch nicht. Noch nicht, stimmt. Ich bin auch noch nicht in der Freezer. Ich bin auch noch nicht in der Freezer-Saga oder sonst irgendwo angekommen. Deswegen ist Son Gohan noch relativ unspektakulär.
Wo ist er? Wo ist er da? Hinter mir. Ach, jetzt hau doch nicht ab, du Kleine. Genau, räum hier einfach die Gegend auf. Was fallen die Stimme in meinen Kopf? Oh. Ah, das habe ich gelesen. Man muss hier diese Ren... Ja, zumindest, Nein, ich wollte ihn doch kaputt machen. Och, wie süß. Einen Schaden hat er gemacht. Einen... Machen wir das so. So. Da vorne ist der Turm. Rechts von uns, da hinten irgendwo. Hier irgendwo müsste der nächste Turm sein. Türmchen, Türmchen, ich hab dich auf meiner Karte. Ich kriege dich. Und ich sehe dich auch. Was ist eigentlich, wenn ich dagegen crashe? Gar nichts. Ist ja langweilig. Ist ja langweilig. Wenn ich dagegen crashe, passiert wirklich null. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ein Angelplatz. Haben wir einen Angelplatz? Nein! Ach komm! Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Aber diesmal haben sie links was drauf. Das ist auf höherer Stufe. Was? Der fällt da unten? Von hinten? Ihr Schweine? Kleiner Scheiß-Roboter, verpiss dich, ey! Am besten die Story... Warum wird mein... Ja, am besten die Gohan-Story so schnell wie möglich abschließen. Ja, an sich hast du recht. Aber ich will auch so viel von der Story mitnehmen wie möglich. Deswegen gucken wir uns erstmal noch gerade hier um. Weil ich will das Spiel am liebsten... Nein, nicht schon wieder! Das passiert mir ständig! Und bis ich mit diesem Son Goku kämpfen darf, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Guck, guck. Guck mal, hier ist ein Schwänzchen. Guck, guck. Schwänzchenlein. Guck, guck. Was haben die Türme denn getan, dass dieser Rotzlöffel dran an der Lismus begehen muss? Dieser Rotzlöffel, also ein bisschen. Nein, scheiße. Falsche Taste gedrückt. Rotzlöffel. Wenn man danach gehen würde, dann sind alle Kinder Rotzlöffel. Ja, ja, so ist es. Kommt der Goldene. Komm näher, komm näher. Goldener, komm. Jawohl, super. Perfekt. Und jetzt. Strike. Bams. Und die Türme sind von der Red Ribbon Armee. Nice. So, ich wollte jetzt nur einmal hier kurz angeln. Hauen wir wieder ab. Ist jetzt eh nur noch ein Turm hier, glaube ich, ne? Oh, ne, hier ist gar nichts mehr gerade. Hier ist gar nichts mehr gerade. Dann gehen wir mal zur Weltkarte. Zur Weltkarte. Okay, wir können nicht zur Weltkarte. Schade eigentlich auch. Dann bleibt echt nichts anderes übrig, als gerade wirklich die Story weiterzumachen, ne? Ich kenne mich damit nicht aus, jetzt frage ich. So.
Ist Dragon Ball. Oh, ich liebe das Dragon Ball Universum. Wenn ich mich in einem Universum gut auskenne, dann ist das ein Dragon Ball Universum. Pfirsiche. Ja, dann machen wir jetzt die Story weiter. Dann geht es jetzt weiter damit. Und wir können ja später eh zurück zu den Storys zurückkehren. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Was? Da vorne ist es doch. Wieso soll das denn nicht der richtige Weg sein? Erstmal alles hier aufsammeln. Guten Tag, ich muss mit dir reden. Kurze Frage, wer oder was ist Kakarot? Kakarot ist Son Goku. Kakarot ist der Saiyajin-Name von ihm. Du bist ein Freund von Mama, oder? Ach, und wer bist du? Oh, hallo, ich bin Son Gohan. Ich bin Chichis Sohn. Ach, du bist Chichis kleiner Junge? Deine Mutter hat mir zahllose Male geholfen, weißt du? Immer wenn ich gerade wieder von Würfen oder wer weiß was angefallen wurde, rettete sie mich. Was? Vielleicht werden sie ja von dem Duft der frischen Zutaten angelockt, die ich kaufe. Das macht das Einkaufen echt zu einer besonderen Herausforderung, das sage ich dir. Ja, das klingt hart. Ah, vergib mir, brauchst du was? Oh ja, stimmt. Ich glaube, du hast meiner Mama neulich ein Rezept gegeben, aber sie hat es verloren. Könntest du uns nochmal sagen, was es war, wenn es keine Umstände macht? Ach, das Rezept? Na klar! Für das, was deine Mutter alles für mich getan hat, schulde ich ihr etwas. Hier, ich schreibe es für dich auf. Bitteschön. Fleischgang-Rezept. Vielen Dank. Hier, das kannst du auch haben. Festmahl für Fleischliebhaber. Ganzer Knochenbraten und brennender Tofu. Wow, Zutaten auch? Ich komme mir ganz schlecht vor, so viel anzunehmen. Ach bitte, nimm es einfach. Ich habe sowieso viel zu viel eingekauft. Oh, okay, danke. Grüß deine Mutter von mir. Und sag ihr, dass ich irgendwann bestimmt wieder ihre Hilfe brauchen werde. Ich meine, hoffentlich werde ich nicht so oft angegriffen. Oh, okay. Diese Frau ist echt komisch. So. Auf nach Hause. Was willst du denn? Das wird ein Olong gerade. Ich wollte zum Dorf. Achso, das hast du ja schon letztes Mal uns gesagt. In diese Richtung müssen wir. Ach komm. Ich kann nicht über den Berg fliegen, wirklich? Na, weit oben sind, kriegen wir sogar Windgeräusche mit. Finde ich ganz geil. Okay, mit Son Gohan kriege ich die nicht auf einen Schlagplatz. Also dieses Kampflose. Und was wolltest du gerade machen? Pisser. Ich glaube, S-Rang ist das höchste, was man hier, glaube ich, haben kann, ne? Vom Kampf her. Son Goku's Haus betreten? Na sicher. Oh, hier haben wir wieder eine Erinnerung. Chichi ist ein Naturtalent. Yamchu und Pul setzen sich auf Verfolgung von Son Goku, Bulma und Oolong fort. Auf ihrem Weg zum Rinderteufel, in dessen Besitz sich der sechste Dragon Ball befindet, treffen die beiden ein junges Mädchen, das von einem Dinosaurier angegriffen wird. Obwohl sie sich zu fürchten scheint, kann sie den Dino mit der Klinge auf ihrem Helm zweiteilen. Danach feuert sie einen Strahl aus demselben Helm ab, der von dem Dinosaurier nur noch Asche übrig lässt. Ein Beweis dafür, dass mit Chichi, der Tochter des Rinderteufels, nicht zu spaßen ist.
Chi-Chi Sam haben erhalten. Ich will den Charakter zeigen, da musst du einen anderen Charakter spielen. Dir, ich habe nur diesen einen gerade. Ich würde gerne wirklich einen anderen Charakter spielen. Weil Son Gohan in, ja, als klein finde ich auch nicht so. Er hat schon eine gute Geschichte, keine Frage, aber die ist jetzt auch nicht so der Praller. Deswegen. Ich bin wieder da und hab das Rezept, Mama. Guter Junge. Dann mache ich mich mal direkt an die Arbeit. Wir müssen ja ein komplettes Menü kochen, das weiß ich ja noch. Und zufälligerweise haben wir von der Tante gerade alle Zutaten erhalten, die wir für den Fleischgang brauchen. Oh Wunder, oh Wunder. Abgeschlossen. Zu Hause schmeckt es am besten. Das nenne ich Saiyajin Blut. Statusboost. Plus 1625 TP. Plus 1 Ki. Plus 10 auf Nahkampfangriff. Essenseffekt. Plus 15% TP. Plus 15% Ki. Und plus 15% EP. Das hat sich gelohnt. Du hast ja ganz schön reingehauen. Jetzt fühlst du dich bestimmt besser, oder? Ja, das war toll, Mama. Danke. Nachdem es dir jetzt besser geht, solltest du wirklich mal zu Muden Roshi gehen, Son Gohan. Er hat sich bestimmt schon Sorgen um dich gemacht. Okay, dann statte ich ihm mal einen Besuch ab. Du hast eine harte Zeit hinter dir. Da kannst du es jetzt ruhig etwas lockerer angehen. Mach ich, danke Mama. Wenn du fertig bist, komm schnell wieder her, verstanden? Du musst noch lernen, junger Mann. Okay, ja. Ja, immer wieder lernen. Der Junge hat einen gesunden Appetit. Auf jeden Fall hat er einen gesunden Appetit. Jeder Saiyajin kann fressen wie ein Scheunendrescher. Das kann jeder Saiyajin.